Hallo ihr Lieben, wir haben Montagmorgen, neue Woche, immer noch super schönes Wetter. Das wird noch anhalten bis Mittwoch, das heißt 3 Tage. Ich werde versuchen, jede Menge Aufnahmen zu machen, weil ich auch ein bisschen vorarbeiten möchte, was die nächsten Folgen angeht. Ich brauche ein bisschen Freiraum, Luft für andere Projekte. Anderorts. da wird schon auf mich gewartet. Wir hatten am Samstag den ersten Gemeinschaftstag, wo wir, ja, es gibt ja so Gemeinschaftsarbeit im Jahr, wo jeder so gewisse Stunden ableisten muss, also sich dazu verpflichtet hat über die Pacht. Und das war jetzt am Samstag und es gab jede Menge Dinge, die ich in meinen Garten tragen konnte. Das werde ich euch gleich zeigen. Es gibt jede Menge neue Schätze. Hier über mir grünt es ohne Ende. Ich zeige euch das mal. Ich drehe mal rum. Ich bin völlig überrascht, wie schnell das ging, weil 1,5 Wochen oder so, da waren nur so ein paar Blätter, die aufgingen und jetzt ist das, buff, ist das voll. Ich freue mich, gab ja auch viel Sonne, gab viel Regen und das hat sich wohl ganz gut vertragen. Ich muss hier ein bisschen wegräumen und so und ich zeige euch jetzt erstmal die Sachen, die ich verarbeiten und recyceln möchte. Hier sieht es tatsächlich ein bisschen nach Müllhalden aus, so ein bisschen, weil ich natürlich erstmal das Holz und so, was ich so gekriegt habe, hingeschmissen habt, damit es dann erstmal da ist und das wird jetzt nach und nach weggearbeitet. Soll ja auch wieder ordentlich aussehen. So sieht das aus. Ich leg mal los und zeige euch das. Kommt mit. Das ist schon der erste Holzhaufen. Da ist eigentlich super viel zwischen, was man irgendwie recyceln kann. Direkt daneben auch schon der nächste. Dann gibt es hier auch noch mal jede Menge recycelfähiges Material. Das werde ich auf jeden Fall so erstmal stehen lassen alles und wie gesagt alles nach und nach durcharbeiten. Ich werde euch nachher am Ergebnis zeigen, was an brauchbarem Material rausgekommen ist. Der Rest landet auf dem Sperrmüll oder wird verbrannt, das habe ich auch bekommen. Da lässt sich auf jeden Fall ein bisschen was draus machen. Ist nicht alles morsch und kaputt. Dann habe ich noch ein paar Steinchen gekriegt, könnt ihr sehen. An Natursteinen, obwohl es ist recht schattig, aber sobald die irgendwo eingesetzt werden, werde ich euch drauf stoßen. Dann habe ich am Pavillon angelehnt noch ein paar Fenster zum Recyceln. Das ist einmal das große Stück hier. Das dürfte auch so sein, weiß ich nicht. Ich kann das gar nicht schätzen. Über einen Meter müsste das sein. Dann stehen hier noch Fenster, eins hier vorne. Und dann diese hier. Und dann hat noch diese wunderbar alte Säge zu mir gefunden. Vielen Dank, Micha. Ich finde die voll schön. Die wird ein Deko-Element und zur Not kann man auch mal was sägen, denke ich. Die sollte noch funktionieren. Wenn sie bis heute gehalten hat, dann, das sieht hier auch alles noch. Ja, es ist schön scharf. Sollte auch nicht anders sein. So, ich habe noch ein paar Aufnahmen aus der Tierwelt. Das solltet ihr nicht verpassen. Ich wollte das sehr gerne mit euch teilen. Gab ein paar Begegnungen, seht selbst. Hier ist der Cliffhanger. Na, die Bienchen haben hier jetzt wohl ihr Nest. Da muss ich aber aufpassen, wenn ich die hier, wenn ich hier weiter buddel. Niedlich, kommst du nicht besuchen? Ist seiner Geburtstag hier in my garden. Ach, schön. Ja. So, jetzt werde ich einiges an Spinatblättern abzopfen. Ich werde mir Essen machen. Hab Hunger, gleich geht's nach Hause. Das ist meine Spinatausbeute. Ich bin total happy.
wenn das mal nicht lecker aussieht. Das ist jetzt der letzte Haufen. Ich bin wieder im Garten. Heute ist Dienstag. Gestern habe ich so nicht weiter gefilmt und auch keine Lücken gefüllt. Ich hatte Micha noch zu Besuch, der hat mir geholfen bei der ganzen Geschichte. Und da wollte ich dann auch keine Kamera dabei haben. Ich fand das so ganz entspannt. Und geschafft haben wir auch richtig was. Ich zeige euch jetzt erstmal die bisherige Ausbeute. Hier noch jede Menge Holz. Das sind die zwei Dinger. Da habe ich einiges gelagert. Und dort jede Menge von diesen Teilen. Gut, dann habe ich hier noch einen. Und das war's aus dem Bunker. Und dann noch das eine Teil hier. Wird wohl hier hinkommen. Sehen könnt, läuft bei mir nicht immer alles nach Plan. Aber das kennt ihr schon von mir, ich folge meinen Energien. Ja, ich habe noch mal ein bisschen weiter gebastelt gerade. Das ist jetzt das vorläufige Zwischenergebnis. Ich werde ja generell immer mal ein bisschen überall dran rumtüfteln, ergänzen, wegnehmen, wie auch immer. Jetzt habe ich im unteren Bereich hier noch mal was hingepackt, damit die Erde dagegen haut. In dem vorderen Bereich, den man jetzt nicht sieht. Sieht man ja schon, hier ist komplett frei, da werde ich mir noch was einfallen lassen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber für heute reicht das erstmal an dieser Stelle. Hier kann man es auch nochmal deutlich erkennen, hier ist ja Luft, da soll Erde hin, also da werde ich mir auch noch was einfallen lassen, damit das unten irgendwo gegengeht. Das ist von Paletten recyceltes Holz. Das wird recht lange halten. Wenn ich das irgendwann erneuern muss, ist das völlig okay. Aber also von der Konstruktion her gefällt mir das ganz gut. So, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen und schaut bitte das nächste Mal wieder rein. Da geht es auch weiter mit den recycelten Sachen, was ich da noch zusammengefunden habe. Ich wollte den Haufen auch noch abarbeiten, war in dieser Folge nicht dran. Dafür habe ich andere Sachen gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars.